Cosmo Radio Café. Bewusstsein. Cosmo Radio Café. Neue Zeit. Cosmo Radio Café. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Cosmo Radio Café. Am Mikrofon Manu und Kato und Klaus und die Fefi. Ja, wir sind hier in der Cosmo Lounge in Salzburg Süd und wir haben ein Radiocafé, wie wir es nennen, aber es ist eine private Veranstaltung. Wir sitzen hier und heute haben wir eine ganze Menge Gäste. Ich schaue mal, ich sehe hier 8 Gäste im Raum. Das heißt, zu unserem Thema, Sie können Fragen stellen und vielleicht auch mitreden, wenn Sie möchten. Und wir haben heute zu unserem Thema Kartenlegen einen Studiogast. Das ist Paul Picher. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung und auch recht herzlich willkommen und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, das Thema Kartenlegen ist ja vielleicht mit den Karten schon sehr alt, aber noch nicht so alt wie die Menschheit. Die Menschen haben früher noch andere Möglichkeiten gehabt, mit denen sie ein bisschen versucht haben, Hilfe zu bekommen in Orientierungsfragen oder wo es lang geht, wer weiß, für was man das alles genutzt hat. Ganz früher wurden auch Runen genommen oder kleine Knochen geworfen und Steinchen, je nachdem, und Hölzchen, es gab alles Mögliche. Und irgendwann hat man die Karten mit den Bildern erfunden. Aber ich glaube, da kann uns Paul mehr dazu sagen. Weißt du, wo der Anfang war? Ja, natürlich. Der Anfang liegt weit, weit zurück. Und zwar, es kommt aus dem hebräischen Alphabet und hat sehr starke Anbindung an die Kabbala, an die jüdisch-westliche Tradition der Kabbala, wo es um die 10 Sephirot geht und um die 22 Pfade, die sie verbinden. Und diese 22 Pfade haben eine konkrete Zuordnung zu dem hebräischen Alphabet. Man muss wissen, damals war im frühen Mittelalter und in der Antike die hebräische Sprache eigentlich die Sprache der Wissenschaft. Da wurde Latein noch nicht erfunden und eingesetzt. Das war Hebräisch. Und hebräisches Alphabet hat 22 Buchstaben. Wir sagen zum Beispiel A, B, C, aber was hat wer für Zuordnung zum D oder F? Aber hebräische Buchstaben, anfangen mit Aleph und so weiter bis zu Zayin und etc., die haben eine konkrete Bedeutung. Jeder Buchstabe beschreibt eine konkrete Situation, die im Leben relevant ist. Ich würde sagen archetypisch. Aus dem sind auch die Archetypen, die C.G. Jung genau aus der Tradition übernommen hat und als Archetypen benannt hat. Früher hat man das als Pfade genannt. Darum sind also in den kabbalistischen Baum die einzelnen 22 Pfade auch Pfade genannt, weil es darum geht, um nichts anderes als die Entwicklung der Seele zu dem höchsten Bewusstsein. Zunächst mal erklärt das den Werdegang der Seele und der Materie und zweitens der Aufstieg aus der Materie wieder zurück zum Ursprung. Mhm. Also es ist ein Prozess der Selbsterfahrung. Mhm. Ja, wir werden noch näher darauf eingehen. Was mir jetzt zuerst mal zu deiner Person einfällt, du bist Ingenieur von Haus aus. Ja. Und jetzt beschäftigst du dich mit Karten, unter anderem, ja, nehme ich an. Ich beschäftige mich mit sehr vielen Themen, ja, und in den letzten 30 Jahren sehr viel, was mit der Seele zu tun hat, was mit dem Dasein auf dem Planeten zu tun hat, warum, weswegen, wohin, mit den grundlegendsten Fragen. Also früher oder später kommt man an dem nicht vorbei, dass man sich mit diversen Themen auseinandersetzt. Mhm. Du wohnst in Schörfling am Attersee. Genau. Das ist in Österreich. Ja, ja. Salzkammergut. Salzkammergut. Mhm. Kartenlegen tust du jetzt wie lange? Also Ende der 80er Jahre habe ich ernsthaft begonnen, mich damit zu beschäftigen. Es war eigentlich früher, schon 82, der Grundstein gelegt worden, wo ich durch eine schwierige Geburt meiner Tochter damals mit der ersten Heilpraktikerin in Verbindung kam. Bis dato haben wir nicht sehr interessiert für solche Themen und für Spiritualität oder überhaupt was Geistiges. Aber diese Dame hat eigentlich die Tochter, die 7 Wochen früher kam, am Leben erhalten, und die kam mit einer schweren Gelenksluxation, und das hätte geheißen, also die müsste gleich von dem Babyalter operiert werden und immer nachoperiert werden, weil ja der Körper wächst und die Knochen. Das heißt, das geht um die Hüften? Ja, genau, genau. Mhm. Und damals haben wir natürlich andere Wege gesucht, weil die schulmedizinischen Vorschläge waren also auch für die Mutter Gott sei Dank nicht annehmbar, das kleine Baby operieren zu lassen und die ganzen traumatischen Geschichten, die damit zusammenhängen. Also das haben wir abgelehnt und Wege gesucht. Und dann kam ich auf die erste Heilpraktikerin, die aber sehr weise Frau war. Die war sehr weise, also bewandert nicht nur in
Heilsituationen, sondern überhaupt die universelle Weisheit. Und die hat mich auf den Weg gebracht. Und dann hat es wieder geschlummert. Ich war inzwischen ein erfolgreicher Entertainer. Ich habe mich mit allem Möglichen beschäftigt. Jo, nicht mit was, was den eigenen Werdegang betrifft. Und die hat mich auf den Weg gebracht. Und dann 89, glaube ich 89 war es, bekam ich ein Buch in die Hände. Und zwar, das war ein Buch aus der Zauberkunst. Das hat mit ernsten Sachen überhaupt nichts zu tun, weil ich war, wie gesagt, also fast 40 Jahre Entertainer auf der Bühne gestanden. Und da mit wurde, welchem Thema? Mit Zaubern? Ja, ja, mit Zauberkabarett, Magic Cabaret habe ich das genannt. Und das mache ich hin und wieder auch noch. Aber in diesem Buch hat ein Zauberer Kunststücke mit Tarot beschrieben, mit Tarotkarten. Und tja, ich habe mir die Karten sofort besorgt, weil bis dato habe ich damit nichts am Hut gehabt, sofort besorgt. Und dann habe ich so eine Ehrfurcht gespürt. Da habe ich gesagt, da ist ja weit mehr. Das kommt mir vor, als würde ein Chirurg mit den abgeschnittenen Körperteilen oder sowas erbockern oder sowas. Das war eine Entweihung. Das war der absolute Grundstein, wo ich mit Tarot angefangen habe. Dann wollte ich wissen, also, was es da so gibt. Habe unzählige Bücher eingekauft und auch gelesen. Und bei dem fünften Buch sieht man schon, wer von wem abgeschrieben hat und dass das alles nicht auf den Grundpunkt kommt, sondern dass das alles nur eine Umschreibung vor Umschreibung ist. Keiner in den Büchern beschreibt, woher das wirklich kommt, woher die Symbolik kommt und was die Symbolik ursprünglich bedeutet. Das heißt, du von den Karten her gehst, es gibt ja sehr viele Kartensysteme, sag ich mal, die einen legen mit Skatkarten oder es gibt die Lenormand sind sehr bekannt oder Keeper-Karten, genau. Dann gibt es Tarot, auch da gibt es noch Unterschiede. Also du legst Tarotkarten. Ja, also ich wollte sagen, Madame Lenormand ist eine Ausnahme. Das war eine hochbegabte Dame und seherisch begabte Dame, die eigene Bilder kreiert hat. Das waren Bilder, die ihrer Intuition entsprungen sind. Das hat mit dem anderen Zeug überhaupt nichts am Hut. Und wie du da sagst, also manche legen mit Skat oder mit Bridgekarten oder sowas, all diese Bilder sind aus dem Tarot entstanden. Mhm. Aus den kleinen Arkana, die erst im späten Mittelalter dazu gekommen sind. Mhm. Also im 16. Jahrhundert ganz konkret, 15. 16. Jahrhundert. Und der Ursprung war nur diese 22 Pfade, diese 22 Entwicklungsstufen, und die kommen aus dem kabbalistischen Wissen und aus dem hebräischen Alphabet. Und in Tarot nennt man das die großen Arkane. Mhm. Und es ist eigentlich nichts anderes als wie die Entwicklungsreise des Helden, beziehungsweise die einzelnen archetypischen Stationen, die der Seele begegnen oder sich in den Weg stellen oder als Angebote sich anbieten, wenn er beschließt, ich gehe meinen Weg. Ich lasse mir jetzt nicht mehr leben, sondern ich lebe selber. Und das war in allen Zeiten der Fall, nicht nur heute. Ja, danke. Auch ich habe manchmal ein Interesse oder eine Phase, wo ich etwas mehr mit den Karten umgehe. Aber ich würde jetzt mir nicht zu viel mit den Karten ins Leben reinsteuern wollen. Ja? Aber bevor wir da hinkommen, würde ich nochmal drauf eingehen, Tarot. Mhm. Du hast dich fürs Tarot entscheiden können. Und nicht das, für die anderen Karten, mit den anderen kannst du nichts anfangen. Nein, doch, aber das war keine Alternative. Alles andere sind Abwandlungen von dem Ursprung. Okay, Tarot ist der Ursprung. Absolut. So, und jetzt gibt es dann, bekannt ist ja noch das Crowley-Tarot für viele. Meistens ist es, wenn man fragt, entweder das White oder halt eben das Crowley. Das sind die bekanntesten. Ja, ja. Aber du legst das White. White, genau. Mhm. Weil das kommt dem Ursprung am nächsten, weil Arthur White hat eine Mysterienschule gegründet und er hat die Symbolik verstanden. Also er kommt aus dem kabbalistischen Wissen auch heraus und hat tiefes Wissen aus der Vergangenheit und der hat die Symbolik erkannt. Das war der erste überhaupt, der die kleinen Arkana mit Bildern versehen hat, beziehungsweise seine Kollegin, die Pamela Smith, die auch sehr, sehr bewandert war in okkulten Themen. Er hat die bebildert, er hat die malen lassen mit floralen und figuralen und numerologischen und astrologischen Symbolen. Ja, also Astrologie ist da auch noch ein bisschen mit drin? Rein theoretisch würde man sagen, also man kann das verbinden, man kann das verknüpfen, wobei das nicht jetzt parallel entstanden ist. Mhm. Es sind zwei Wege. Man kann den Menschen oder die menschliche Seele auf verschiedene Wege betrachten. Mhm. Und Astrologie ist ein Standpunkt und die Symbolik der alten Kabbala ist da ganz andere Betrachtungsweise. Mhm. Jetzt geht man noch ein bisschen in die Grundlagen, das heißt der Aufbau des Tarot, bevor wir dann ein bisschen in die Praxis reingehen. Ja? Das heißt, so ein Tarot-Set hat wie viele Karten? 78 Bilder. Ja, und davon ist eins die große Arkane. Das sind die 22 Pfade, das ist die große Arkane oder die großen Arkanen. Und dann gibt es die 56 kleine. Ja. Und die symbolisieren nichts anderes als wie die vier Grundelemente, also die
Feuer, Wasser. Ja, man hat die Stäbe, dieses genau. Feuer. Ne? Das ist Feuer, dann hat man die Kelche, das ist Wasser. Dann hat man die Schwerter, das ist Luft oder Intellekt. Wasser ist für Emotionen, Feuer ist für Tun und Handeln. Und dann haben wir die Pentakel, die stehen für das körperliche Material. Das sind die Münzen. Das sind die Münzen. Ja. Und das heißt, dort gibt es ja eine Zahl von ein Stab. Von 1 bis 10 und dann gibt es 4 Hofkarten jedes Mal. Mhm. Und die Hofkarten, also man muss vor Augen haben, die Zeit, in der das entstanden ist, viele Namen, die die Tarotkarten heutzutage tragen, sind erst im Mittelalter entstanden. Die haben früher vollkommen andere Bezeichnungen, aus dem Hebräischen abgeleitet. Mhm. Aber im Mittelalter war für jedes Kind und jeden Erwachsenen klar, wer ein König ist, wer ist ein Prinz, wer ist eine Königin, also diese Hierarchie. Die Hofhierarchie war jedem ein Begriff, darum wurde das so benannt. Im Prinzip ging es aber nicht um die Symbolik vom Hofe, sondern um Aspekte, die die einzelnen Figuren repräsentieren. Mhm. Aber genau diese Hierarchie, die ist auch in den Skatkarten drinnen, ne? Ja, natürlich. Ja. Da hat man auch König, Königin, genau. Den Bube und wen haben wir noch? Die Königin, den Pagen, den Ritter und den König. Genau. Aber wie gesagt, das ist erst im Mittelalter entstanden. Die Bilder der großen Arkana, die waren schon längst fertig. Mhm. Ja, und in der großen Arkana, die 22 Karten, da hat ja jede Karte eine eigene Nummer. Ne? Genau, genau. Die erzählen ja eigentlich auch eine Entwicklungsgeschichte, selbstverständlich. Oder? Selbstverständlich, das ist chronologisch und man kann das auf 3 Teile unterteilen. Mhm. Also zu 3 mal 7, plus der Name mit der Zahl 0, der kann am Anfang oder am Ende stehen, weil 0 ist 0. Und der bedeutet den absoluten Anfang. Also im Ursprung war das der Aleph, also vom hebräischen Alphabet. Und Aleph hat nichts Prosaisches zu bedeuten, sondern das heißt der Ochse. Mhm. Und der Ochse war aber stellvertretend für die Landwirtschaft. Mhm. Wer einen Ochsen besaß, der konnte das Feld besser bestellen und der war wer, der hat überleben können, weil er ein großes Feld bestellen hat können. Mhm. Genauso die anderen, die beschreiben dann zum Beispiel also Handel oder offenes Tor oder wie auch immer. Und das war immer eine Interpretation einer konkreten Lebenssituation. Mhm. Und damals hat kein Mensch daran gedacht, das irgendwie zu einer Deutung oder Zukunftsdeutung verwenden zu wollen. Das war alles für die Entwicklung gedacht. Also die waren sehr konkret gedeutet. Ja, es waren sehr konkrete Namen. Mhm. Ne? Ja, die Frage ist, warum funktioniert Kartenlegen? Weil viele haben ja durchaus, oder es gibt eine ganze Menge, die denken, also das gehört so neben die Wahrsagerkugel, so in, wie soll man sagen, auf den Jahrmarkt. Ja, genau. Ja, und warum funktioniert es? Also ich werde das nicht mit Jahrmarkt in Verbindung bringen wollen, es gibt natürlich solche und solche, die gibt es überall. Es funktioniert deswegen, es steht ja geschrieben, er, damit ist gemeint, das, was die Menschen meistens unter Gott verstehen, er weiß die Antwort, bevor man die Frage stellt. Und ich sage, wenn ich nicht das Thema als mein sehe, dann würde ich die Frage gar nicht stellen. Es kommt zu mir keiner und fragt, wie soll ich den Job kündigen, wenn er sich schon Monate oder noch länger mit dem Gedanken spielt. Mhm. Oder soll ich die Wohnung wechseln, wenn er nicht auf den Gedanken schon vor langer Zeit gekommen ist. Der braucht eigentlich eine Bestätigung. Der braucht das Okay und der muss wissen, ja, ich habe das ja gesagt. Ne? Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Grund, das sind die sogenannten Zufälle. Es gibt im ganzen Kosmos keine Zufälle, da war ja Chaos und nicht Kosmos das Ganze. Kosmos heißt griechisch Ordnung. Es fällt einem Menschen zu, das heißt, er hat die Affinität für das und jenes. Und das bekommt er auch vom Leben. Das, was er anzieht, das bekommt er. Und zweite wichtige Frage ist, die man sich klar machen muss, woher kommen die Fragen, die die Menschen stellen? Mhm. Und die Fragen sind immer Reflexion des Bewusstseins, des momentanen Bewusstseinszustand. Also alleine aufgrund der Frage kann man schon sehr viel sehen. Mhm. Gibt es auch unsinnige Kartenantworten? Nein, es gibt nur Antworten von unsinnigen Kartendeutern, aber es gibt keine unsinnigen Bilder. Ja, klar. Also mich würde auch interessieren, wie das Kartenlegen funktioniert, aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf jetzt, oder? Ja, es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Da liegen von mir, da von euch, also zur Verfügung gestellt, unzählige Tarotbücher mit verschiedenen Tarotkartendecks. Ne? Mhm. Dazu möchte ich sagen, der Ursprung ist nur einer. Alles andere sind künstlerische Darstellungen oder Werke oder jeder will einen eigenen Senf dazu geben. Also Tarot der Schamanen, Tarot der weisen Frau und wie auch immer. Keine weise Frau hätte Bock drauf gehabt, eigene Tarotkarten zu machen. Das ist alles jetzt moderne Konstruktion. Also es geht nur um ein Tarotbild und das ist das, was uralt ist. Das erste, also die großen Arkane, circa aus dem 12. Jahrhundert, wo in der marokkanischen Stadt Fes sich die Gelehrten
damals, wie gesagt, Hebräisch sprechen, getroffen haben und ausgetauscht haben. Und die haben dann Wunsch gehabt, eine gemeinsame Sprache zu schaffen. Weil die sind nachher in alle Herrgottsländer hinausgewandert und haben natürlich Sprachbarrieren und solche Probleme gehabt. Und dann haben sich geeinigt, eine einheitliche Bildersprache zu schaffen. Weil Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und ein Bild, der eine gewisse archetypische Eigenschaft symbolisiert, spricht zu einem Chinesen genauso wie zu dem Russen oder Japaner. Der sagt immer die gleiche Botschaft. Und das White-Tarot ist auf dieser Das ist auf Basis. Dem Ursprung basierend aufgebaut. Also es ist eine Abhandlung des Tarot de Marseille, der aus dem früheren Mittelalter kommt. Diese Bilder sind sehr ähnlich von der Symbolik und die sind wieder abgeleitet von dem sogenannten Visconti-Tarot. Mhm. Fürst Visconti von Mailand war der Erste, der sich mit sehr vielen okkulten Themen beschäftigt hat und war sehr bewandert. Und der hat einen Wunsch gehabt, auf Reisen diese archetypischen Bilder mitnehmen zu können. Und so ist der erste Tarot entstanden, als Visconti-Tarot bekannt. Mhm. 1450 oder irgend sowas. Und dieser mailändische Fürst, weil er bewandert war in anderen okkulten Themen, hat die Idee gehabt, auch die Numerologie, also die Zahlen von 1 bis 10 und auch die vier Elemente, also die, wie wir gesagt haben, also die Kelche, Stäbe etc., mit einzubeziehen als, wie soll ich sagen, das Umfeld für die großen Arkane. Mhm. Weil das sind die großen Archetypen. Und nicht jeder ist ein reiner Archetyp, wir sind ja immer Mischtypen, also wir haben mehrere Eigenschaften drinnen. Nicht? Und um das etwas anschaulicher zu machen, dann hat er die Idee gehabt, die kleinen Arkane, also die Numerologie, die Qualität der Zahlen und die Qualität des Elements mit einzubeziehen. So sind die kleinen entstanden. Und dazu nahm er die hierarchische Struktur, also von Pagen bis zum König, angelehnt an die Bezeichnung vom Hofe, aber es hat damit eigentlich nichts zu tun gehabt mit der Hierarchie. Das war also, die Könige standen für die Wahrnehmung, überhaupt für die Wahrnehmung, die Königinnen Namen geben dem Kind, ne? Die Ritter fürs Handeln, konkretisieren, mhm, und die Pagen wirklich für die Handarbeit, ne? Also, mhm, für das Umsetzen. Ja, hast du selber das mal so zusammengefasst schriftlich? Ja, ich habe lange Jahre bei der Volkshochschule Tarotkurse gegeben und habe dazu damals ein Heft verfasst und es gibt nach wie vor. Das gibt es noch. Mhm. Ja. Also ich habe so das Gefühl, dass du jetzt nicht bei einem das gelernt hast und gelesen hast, sondern du hast es dir zusammengetragen, oder? Erstens mal, in 30 Jahren trägt man einiges zusammen und zweitens bin ich in der gleichen Schule, die der Arthur White gegründet hat. Und da kriegt man natürlich andere Informationen. Mhm. Aber das ist, also man kann das dort Schüler sein in der Schule? Wenn man sich bewährt. Aha. Das ist eine eigentlich der letzten, weil diese Schulen gab es schon immer. Nur früher natürlich streng geheim unter Todesstrafe, weil, mhm, die Mutterkirche, ne, mhm, wäre natürlich nicht glücklich, um solche Dinge zu dulden. Und darum haben das die Leute mündlich, meistens mündlich, aber mit schriftlichen geheimen Aufzeichnungen genauso, weitervermittelt von Generation zu Generation. Mhm. Und diese Mysterienschulen sind jetzt eigentlich noch Überbleibsel der damaligen Zeit, weil heutzutage ist es keine große Kunst, Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen zu jedem beliebigen Thema. Mhm. Ja, das heißt, jeder könnte sich so in so Kurse einschreiben in der White-Schule? Man muss gewisse Grundbedingungen erfüllen, okay, es wird ein Test, mhm, gemacht. Also nicht Anfänger? Der kommt auch nicht auf die Idee und dran. Okay, ja genau. Das Erste war am Anfang, wenn der Schüler bereit ist, erscheint ihm die Lehre. Mhm. Und ich habe also in meinen früheren Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, alle möglichen Bücher, die habe ich immer noch zu Hause gekauft und gelesen. Und da bin ich aber trotzdem nicht auf den Punkt gekommen. Die haben noch nicht erfahren, was das ist. Ne? Mhm. Der eine schreibt, was der andere schon geschrieben hat und gibt den eigenen Senf dazu und die eigene Erklärung und Deutung. Aber was das eigentlich soll, schreibt er nicht. Mhm. Ja, jetzt gehen wir mal in die Praxis rein. Das, mhm, heißt, du hast auch eine Praxis, kommen Kundschaft zu dir? Wer kommt, ist willkommen, sagen wir. Ja, so. Oder machst du auch Telefonlegen? Nein, nicht. Nein. Also wenn, dann muss man sich schon auf den Weg machen zu dir? Da muss das der Menschen wert sein, den persönlichen Kontakt zu suchen. Mhm. Machst du auch Vorträge? Ja. Also du lässt dich auch einladen? Genau. Und wenn dann Menschen noch Interesse haben, können die dran auch noch so ist es auch hier so entstanden. Termine machen. Aufgrund dessen ist, glaube ich, jetzt die Sendung entstanden, weil die zwei netten Damen haben mal die Idee gehabt, mit mir hier einen Workshop zu machen und das, mhm, ist dann zustande gekommen vor einigen Monaten und dann war die Idee wahrscheinlich nicht, die dann an euch, mhm, weitergetragen wurde. Ja, schön. Ja. Ich hätte gerade eine Frage, eine humoristische Frage. Ja. Gibt es dann auch keinen Telefonjoker?
Das ist eine gute Frage. Bei den Karten ein Joker, ja. Aber im Leben hat man immer einen Joker. Ja? Und genau, und bei einem Telefon genau das Gleiche. Ich sage den Leuten, Joker gibt es bei mir doch, und zwar die Garantie. Wenn Sie nach 10 Minuten das Gefühl haben, das ist nichts für Sie oder Humbug, sind Sie mir nicht schuld und gehen Sie nach Hause. Okay. Das ist der Telefonjoker. Weil ich verstehe, dass der Mensch, der mich nie gesehen hat, natürlich Hemmungen hat. Ich soll ihm was erzählen oder komm, ich kenne den ja gar nicht. Ne? Aber dann sage ich ihm klipp und klar, also machen wir es ganz, ganz unkompliziert. Und da wir uns gegenseitig kennenlernen und wenn Sie das Gefühl haben, das ist nicht, dann was so ist. Ne? Das heißt, wenn Menschen kommen, wie lange ist so eine Kartenlegung? Tja, man sagt immer eine Stunde, aber ich bleibe nie bei einer Stunde. Das kann 2 Stunden genauso dauern, ja. Wenn das Gespräch interessant ist. Und wenn ich sehe, dass Interesse besteht, dann schaue ich nicht auf die Zeit und dann vergeht halt die Zeit sehr schnell. Ja, eben. Welche Fragen, sage ich mal, kannst du herausfiltern? In welche Richtung wird dann am meisten gesucht? Tja, also das Problem ist, dass die meisten Menschen Interesse haben an, wie soll ich sagen, eher Sensationssachen oder dem sogenannten Glück oder wann kommt das große Glück, kommt der Traumpartner oder der Lotto 6er oder der Traumjob und sehr wenig Interesse haben an dem Wesentlichen und zwar an sich selbst und an dem Vorankommen. Ich sehe meine Aufgabe nicht, indem ich denen sage, ja, morgen kommt der Traumprinz oder in 2 Jahren am Mittwoch um 17 Uhr, sondern den Standpunkt zu betrachten, wo derjenige oder diejenige steht, warum der Traumprinz nicht da ist oder der Traumjob oder die Traumwohnung, Traumhaus. Ne? Es ist immer Ursache-Wirkung. Und wenn man die Ursache nicht sieht oder nicht sehen will und sucht nach Ergebnissen, tja, dann rennt man im Kreis. Ja. Wenn jetzt Menschen kommen mit Fragen, hast du verschiedene Legesysteme oder machst du in der Regel sowas wie eine Art große Tafel? Es gibt unzählige, alleine in diesen paar Büchern, die da liegen von euch, unzählige Legesysteme, die sich jeder zusammengestellt hat oder nicht. Steht jedem frei, weil wie gesagt, diese Bilder wurden niemals dazu gemacht, um sie auf den Tisch zu breiten und irgendwas zu deuten. Das ist daraus entstanden. Und warum es funktioniert, habe ich ja vorher kurz erwähnt, ne, dass wir nur das anziehen, was wir momentan brauchen, um Schritt weiter zu gehen. Und ich verwende das große keltische Kreuz oder das Entscheidungsspiel, das habe ich übernommen, das haben viele drinnen. Aber das ist nur, weil mir das angesprochen hat, sonst kann ich mir selbst was zusammenstellen. Das große keltische Kreuz würde ich sogar Anfängern empfehlen oder jenen, die sich mit Tarot beschäftigen, aus dem einfachen Grund, weil es sehr, sehr viel Aussagen beinhaltet. Das sind sehr viele Themen, die Situation gut darstellen können. Okay, ja. Ich kenne das jetzt von einem anderen Kartenspiel, da gibt es ja sowas wie eine große Tafel, dass man so eine Grundform legen kann, in der man alles Mögliche in Bezug miteinander ablesen kann. Ja. Gibt es das bei Tarot auch? Nein, diversen Büchern liest man auch, ja, und wenn die Karte jetzt verkehrt gezogen wird oder sowas, das halte ich für Unsinn. Ja. Weil ich zeige immer bei den Vorträgen einen 100-Euro-Schein, lege ihn auf den Tisch und frage, was ist er wert? Dann drehe ihn um und frage wieder, was ist er wert? Schon wieder 100 Euro. Mist. Ja. Also der wird ja nicht 50 Euro oder 1000, wenn ich den nur verkehrt herumlege. Ja. Also man kann sich das Leben selber so kompliziert machen, wie man will und wie man mag. Aber das ich suche die Vereinfachung. Ja, das heißt, wenn Karten auf dem Kopf stehen oder so irgendwas. Dann sollen sie auf dem Kopf stehen, was so ist. Aber dann werden die manchmal anders gedeutet? Ja, von dem rede ich ja. Und du legst die, du deutest die aber gleich. Ja. Du legst nicht auf dem Kopf stehen. Es ist, wenn der 100 auf dem Kopf steht, ist er immer noch 100 Euro wert. Ja. Okay? Ja. Ich glaube auch, das ist ja eine, ich nenne es jetzt mal eine Frequenzantwort, die richtet sich nach dem, wie man vorher festlegt, wie es gedeutet wird. Es ist so wie Astrologie ungefähr. Ja. Heute ist der 17. Juli und diese Uhrzeit, die wir jetzt haben, was weiß ich, 7:30 oder was, und um diese Zeit sind Millionen Menschen zur Welt gekommen, nehme ich an, ne? oder Hunderttausende, keine Ahnung, auf der ganzen Welt. Man kann nicht über alle die gleiche Antwort oder die gleiche Deutung stülpen. Jeden betrifft was anderes. Also es ist die Kunst des Astrologiedeuters oder des Astrologen, das herauszusehen, der kriegt Hinweise. Durch die Konstellation, durch die Zeitqualität bekommt er wichtige Hinweise. Aber wie er die zusammenstellt und interpretiert, das ist vielleicht, was die Frage war, diese Interpretation ist reine Sache der Erfahrung und der Intuition. Die kann man nicht mit der Ratio ergründen, nicht in einem Buch herauslesen. Das ist nur jahrelange Praxis. Ich kenne eine sehr gute Astrologin, mit der ich zusammenarbeite. Die macht seit 40 Jahren eigentlich fast nichts anderes. Und das ist eine Kunst, in die eigene Intuition das Vertrauen zu legen.
Und das kann man schulen, das kann man sehr wohl schulen. Ja, weil im Grunde hat ja jede Karte eine Menge, Von Bedeutung. Und dann fangen bestimmte an, sich in der Karte diese rauszugreifen, mit der anderen diese. Und zusammen fängt das dann an, eine Geschichte zu erzählen. Genau, richtig. Ja? Die Geschichte ist das Wichtigste dabei, weil die muss einen roten Faden haben. Wenn einer dann im Buch nachschaut, ah, diese Karte bedeutet das hier, diese, das hier, der hat keinen roten Faden, die erzählen keine Geschichte. Das ist nur ein Sammelsurium von aufgeschriebenen Tatsachen oder Erkenntnissen, was auch immer, aber nicht die Geschichte, die der Mensch, die ihn betrifft, die er hat. Danke. Ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, nämlich warum Kartenlegen funktioniert. Weil du sagtest schon, es gibt keine Zufälle. Ich würde da sogar weitergehen, dass man das noch viel tiefer verstehen kann, dass nichts in seinem Leben passieren kann, ohne dass es mit einem zu tun hat. Genau. Ne? Vielleicht in dem, sag ich mal, mag nicht immer so alte Bibelsprüche, aber es ist halt eben, dass kein Haar vom Haupt gekrümmt wird. Und zwar nicht, was Gott gewollt hat, sondern was wir selber veranlassen. Es gibt insofern gar nicht keine Zufälle, weil wir alles letztlich um uns herum unbewusst bestimmen. Das läuft unbewusst. Genau. Und das kommt einem nichts rein, was nicht zu einem gehört. Genau. Und man hat dann zum Beispiel, wenn man Fragen ans Leben hat, kann man auch so eine Frage stellen und dann liest man plötzlich, kommt ein LKW, hat der eine Aufschrift drauf und dann wird es im Bewusstsein vergrößert. Und dann merkt man, ach, das ist ja eine Antwort auf meine Frage. Und dann merkt man, nach einer Weile kommen wirklich so seltsame Sprüche auf dem LKW, dass man denkt, das kann jetzt gar nicht echt sein. Das ist, glaube ich, nur für mich so gepinselt. Ja, vielleicht lesen die anderen das gar nicht. So genau kann das kommen. Aber so können auch die Karten nicht irgendwie reinpurzeln, sondern auch die folgen diesem Resonanzfeld, zu mir gehört. Ja. Deshalb sagte ich eben, das sind ja Art Frequenzantworten. Ich das jetzt persönlich. Okay, weil alles ja Schwingung ist. Ne? Ja. Und alleine in der Frage war schon die Antwort, weil man kommt im Leben nicht zu irgendwas, was man nicht eingeladen hätte. Auch wenn bewusst der Mensch sagt, oh Gottes Willen, so ein Unglück würde mir niemals einladen oder wünschen. Ne? Es ist aber nicht als Unglück zu sehen, sondern als Angebot. Ja. Wir bekommen nicht Unglückssituationen, sondern Angebote. Es geht nie im Leben darum, was wir daraus machen oder wie wir uns daraus ziehen oder wie wir uns durch irgendeinen chirurgischen Eingriff von der bösen Krankheit befreien wollen. Es geht immer darum, was das mit mir zu tun hat. Wir bekommen nichts, was nicht zu uns gehört. Und das Verrückte ist, dass der Mensch eigentlich die Erwartung hat, es kann nur was Gutes kommen. Es gibt unzählige Seminare, wo man das Positivdenken schult, wo man sich in eine Richtung dreht und man vergisst die zweite Hälfte der Münze. Also man beschummelt sich selbst. Man sieht nicht das Ganze, man sieht nur einen Teil davon. Ja. Ja, jetzt ist mal die Frage, wann man etwas wissen möchte und kommt dann zum Kartenlegen. Ich glaube, da war jetzt hier noch eine Frage in der Runde. Okay. Genau, ich habe da auch noch eine Frage. Und zwar, ich habe davon gehört, wenn du, sagen wir mal, eine Karte legst, und du sagst ihm jetzt voraus, er wird sich scheiden lassen oder die Beziehung wird in Brüche gehen. Und dann fixiert sich derjenige so stark darauf und dann ruft er sich das auch ins Leben. Stimmt das? Oder? Ja. Also das ist ganz eine wichtige Frage. Und prinzipiell und grundlegend würde ich niemals jemanden programmieren mit einem konkreten Datum oder mit einer konkreten Tat, wie lass dich scheiden, kündige morgen oder sowas. Das ist reine Manipulation. Das ist genau das Gleiche wie die Fragen, die eigentlich eine Ja- oder Nein-Antwort erzwingen wollen. Das ist reine Manipulation. Und ich würde niemandem sagen, lass die morgen scheiden oder da kommt eh Scheidung raus. Das ist manipulativ. Ich würde nur sagen, schau, ich würde so beschreiben. Ich biete dem Menschen nicht eine patente Komplettlösung für seine Situation. Ich biete ihm einen Raum mit Möglichkeiten. Mit Möglichkeiten und mit dem Hintergrund, dass er das Wissen darüber bekommt, warum er in der Situation überhaupt ist. Also die Scheidung ist dann nur eine Konsequenz. Ob das sich scheiden lässt letztendlich oder nicht, das obliegt seiner Entscheidung und nicht meiner. Da wäre ich sein Vormund, da würde ich ihn manipulieren. Aber ich zeige ihm ganz deutlich, wieso oder warum er in der Situation angekommen ist. War das so in Ordnung? Ja, das passt. Dankeschön. Danke. Sehr gut. Ja, also ich kann mich auch erinnern an Menschen, die vor Jahren, die sagten zum Beispiel, eine Frau habe ich im Bewusstsein da, die hat sich auch, glaube ich, Karten legen lassen, ja, und zu jemand, wo sie wusste, dass diese Person auch hellseherisch fähig ist, nicht die Karten sozusagen zur Hilfe nimmt
Und jetzt kam da eine Aussage raus, wie ihr Traumpartner aussehen würde und was der bräuchte. Also da war das so konkret, dass er zumindest mit einem halben Geburtsanteil ein Ausländer wäre und so weiter. Diese Frau konnte sich mindestens 10 Jahre nicht mehr einfach auf eine Beziehung einlassen. Die hat erstmal abgesteckt, ob der jetzt ganz deutsch ist oder ob er nicht wenigstens eine Hälfte ausländisch ist. Ansonsten kam ein Mann nicht mehr in Frage. Die kam aus diesem Teil nicht richtig raus. Und dann lernte sie so jemand kennen und dann hat das aber nicht funktioniert. Also das war eine Katastrophe, die saß auf diesem Film drauf und kam nicht mehr raus. Und das ist genauso wie in der ersten Frage zuvor. Ich würde niemanden in die Situation bringen, ihm was Konkretes zu sagen. Zum Beispiel, der Traumpartner schaut so und so aus und der kommt erst in 2 Jahren um die Zeit. Weil dann versäumt er alle möglichen Partnerschaften, auch die guten, die sich bis dato ergeben würden. Das wäre rein manipulativ. Und es ist also die Bilder, die haben zwar sehr viele Fähigkeiten, wenn man die deuten kann, aber die sagen niemals, jetzt ist so spät und dann in 2 Jahren ist er so spät oder so früh. Mhm. Dazu habe ich ein eigenes Beispiel. Es war zwar jetzt nicht Kartenlegen, sondern eine sehr bekannte Astrologin, die sehr oft im Radio zu hören ist oder auch in Medien. Da habe ich mal angerufen beim Radio mit der Frage, wird sich bei mir beruflich was ändern? Sie, nein, nein, ein Jahr lang gar nichts. Sag ich, ich spüre es schon so, dass es kommt. Nein, nein, die Karten sagen das und das. Die Sterne und, in dem Fall, nicht die Sterne. Genau, die Sterne. Und ich habe mir gedacht, komisch, aber ich spüre es schon so. Und habe dann eine Woche später nur mal angerufen, die hat mir wieder dasselbe gesagt. Und 3 Wochen später habe ich meinen Job fließend gewechselt. Also erstens mal von den Aussagen in solchen Medien oder in den Zeitungen, die würde ich eher mit Schmunzeln nehmen und nicht als ernsthafte Sache. Was ich auch dazu sagen wollte, ist, es ist auch eine Persönlichkeitssache, glaube ich. Wie sehr lässt man sich davon abbringen? Ja. Es ist schon so, wenn ich jetzt, glaube ich, mit Kartenlegen und so weiter wirklich Kundschaft haben möchte und viele in der Kundschaft unbedingt konkrete Angaben möchten und ich gehe mit dem nach, hast du wahrscheinlich unter Umständen mehr Kundschaft. Ja. Ne, das ist nicht so anstrengend, als wenn man sozusagen auf den Punkt zurückgesetzt wird, auf den, dass es gar nichts festgelegt ist. Ja. Erstens mal das und zweitens, die Leute sind leichter dazu zu bekommen, solche Antworten zu hören, die denen die Verantwortung abnehmen, die sie sozusagen bevormunden und in eine konkrete Situation hinein katapultieren wollen, als dass sie sich selbst mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen. Das zieht nicht so. Also die Kundschaft ist sicher, hat einen größeren Zulauf zu denen, die ganz kurz und prägnant und mit hoher Weisheit gekrönt, ne, die patente Lösung anbieten. Mhm. Nur man muss dann schauen, ein paar Jahre später, was sich daraus entwickelt hat. Ne? Wie glücklich sind die Partnerschaften, die da auf Minute genau vorausgesagt waren. Ne? Ja, du hast schon etwas eben gesagt, was mich, sag mal, aus meiner eigenen Erfahrung wach macht oder bewusst macht, nämlich, selbst wenn eine bestimmte Beziehung kommt und selbst wenn sie in dem Falle mit der Frau so und so vielleicht ein Halbausländer also wäre, von der Geburt her, fehlen aber eventuell die Beziehungen dazwischen, die vorbereiten, dass man diese Beziehung ordentlich machen kann. Zum Beispiel. Und jede Beziehung, auch wenn sie kürzer ist, hinterlässt ja eine Wirkung und eine Erfahrung, die gebraucht wird. Und deshalb dieses Fixieren auf etwas, statt dem Prozess zu folgen, das geht dadurch gar nicht. Ne? Das sehe ich als absolut kontraproduktiv und manipulativ. Mhm. Ja, darum sehe ich das ja auch so, dass die Voraussagen für, wenn ich das mal so sagen darf, für die Außerirdischen Voraussagen gemacht werden, warum sie denn nicht kommen oder wann sie kommen, wenn man dann in bestimmte Daten festmacht oder so etwas, dass dann vielleicht auch so ein seltsames, ja, warum kommen sie denn nicht, warum lassen sie sich denn nicht endlich mal blicken und so, ja, und dann kommen die dollsten Ausreden und dann passiert das tatsächlich nicht oder wenn Leute sich oder Menschen sich vorbereitet haben auf, ja, sie werden abgeholt zu dem und dem Zeitpunkt. Das ist auch so eine Sache. Also von daher bin ich dann immer mit Datum und Voraussagen immer so ein bisschen vorsichtig. Ja. Tja, erstens mal das und zweitens, in diesen Erwartungen steckt eine tiefe Erwartung der Menschen, von woanders gerettet zu werden, aber mit sich selbst nicht machen zu müssen. Ne? Und das Zweite ist, eine höher entwickelte Rasse, ein höheres Bewusstsein würde sich niemals in eine niedrige entwickelte Rasse oder in niedrigeres Bewusstsein einmischen, weil es ja manipulativ wäre. Es sagt keiner zu den Menschen, so musst du und so sollst. Dieses Wissen, diese Grundgesetze sind den Menschen schon vor tausenden von Jahren gegeben worden. Da gehört aber dazu, dass wir Menschen in uns selbst entdecken,
dass wir nicht wenig entwickelt sind und ja, dass wir wesentlich mehr Fähigkeiten haben, als wir momentan leben. Ja. Und wir haben Konditionierungen angenommen in der Kindheit, die uns klein machen in unseren Fähigkeiten. Und die müssen erstmal wieder entwickelt werden, also aufgewickelt werden, damit wir wieder uns entdecken. Genau. Also die Fähigkeiten sind latent in jedem Menschen vorhanden. Davon bin ich überzeugt, mal mehr, mal weniger. Aber wie du sagst, durch die Konditionierungen, durch die Bildungssysteme oder besser Verbildungssysteme wird der Mensch sukzessiv davon abgeraten, selbst die Verantwortung zu übernehmen, selbst sich zu entwickeln und diese Fähigkeiten, die er hat, zum Besten zu geben. Mhm. Und darum kommt dann solche Szenarien wie das Warten auf die Außerirdischen, die uns mit Riesenschiffen von der bösen Erde und von der bösen Regierung retten und wegführen. Ja, es gibt da ganz ein schönes Gleichnis von einer weisen Frau, die mir das erzählt hat von einem kleinen Vogel, der im Nest sitzt und jammert der Mutter: Mama, Mama, wann ziehen wir um? Da stinkt so, da ist so viel hingeschissen worden. Und sie sagte: Ja, ja, wir können sofort umziehen. Aber denkt mal, Kinder, ihr nehmt eure Ärsche mit, ne? Das heißt, was habe ich da gewonnen, wenn ich das neue genauso hinkriege? Weil das hat mit mir, mit meinem Bewusstseinszustand zu tun, ne? Mit der Lokalität gar nichts. So viel zum Thema gerettet werden vom Außerirdischen, wie ich das Beispiel. Sehe. Ja. Ja, ich würde dich gerne mal fragen, du hast ja Menschen, die in die Praxis kommen. Jetzt erzählt man ja nicht, dass man sie erkennen kann, aber es gibt ja doch Erfahrungen, die auch du machst beim Kartenlegen. Gibt es Situationen, wo du merktest, das war für dich ein Highlight, ein Thema, das ein Highlight ist für dich im Kartenlegen? Gibt es das? Wenn ich das als eine Sportleistung betreiben würde, dann könnte man das so bezeichnen. Aber und wenn ich das überhaupt aus geschäftlichen, aus profanen Gründen betreiben würde, dann sitzen jeden Tag 10 Leute bei mir, die Praxis ist voll. Dass ich erstens mal lebe ich nicht davon und das zweite ist, mir ist viel wichtiger, dass Qualität kommt und nicht Quantität. Das meine ich ja, ein Qualitätshighlight. Ja. Kannst du mal davon erzählen, was da zum Beispiel zugehört? Ich würde es niemals als Highlight bezeichnen, aber es kommen schon sehr interessante Fragen und interessante Leute. Und einmal war ein Mann, die Männer kommen sehr selten, dann nur ein kleines Beispiel, war bei mir ein Mann, war sehr gut gekleidet und da schaue ich durchs Fenster, da steht ein hochglanzpolierter neuer Audi, also sicher nicht arm, und redet über berufliche Fragen und da spüre ich die ganze Zeit, dass das nicht dran ist. Also dann sage ich ihm irgendwas, aber ja, dann geht er schon und der steht schon in der Tür und hat die Türklinge in der Hand und sagt er: Ah, sieht man da auch was wegen der Liebe? Er sagt: Na, dann kommen Sie mal, jetzt kommen wir zur Sache. Ne? Also die Männer trauen sich prinzipiell nicht, über das Eingemachte wirklich zu reden. Oder weniger? Weit weniger. Ne? Aber es war ein Mann bei mir, sogar in einer hohen Position, und der hat wirklich ein Dilemma gehabt, und zwar, er hat erfahren oder hat Verdacht geschöpft durch gewisse Umstände, dass das Kind mit seiner Frau, dass das nicht sein Kind ist, dass das von einem anderen stammt. Und das hat ihn natürlich sehr gekränkt und sehr kaputt gemacht. Und da habe ich zwar eine Legung mit ihm gemacht, aber ich habe dann eingesehen, jegliche Manipulation, die ich da machen würde, wäre fehl am Platz. Und ich habe gesagt: Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn? Und sie hat gesagt: Das Beste, darum frage ich. Ne? Und wie ist das Verhältnis von Ihrem Sohn zu Ihnen? Ja, der sieht mit in den Vater. Ich sage: Dann lassen Sie es dabei. Lassen Sie es dabei. Ja, und wenn er es wirklich wissen wollte und ihn so drängelt, dann muss er halt eben DNA-Test machen. Ja, aber da hat er sich wieder nicht getraut, weil dann erfährt er doch die Wahrheit. Also im Prinzip wollte er das machen, was ich ihm gesagt habe. Genau, der will das gar nicht gestört haben. Ich habe gesagt, und wenn mal was sein sollte, ich kann das nicht sagen, vergeben Sie Ihre Frau. Und die wird sie mehr lieben als wie vorher, weil die spürt das auf der energetischen Ebene. Ne? Na, du hast mich betrogen, was hast du gemacht, was hast du erlaubt? Und nein, es ist alles in Ordnung, Schatz, es ist alles in Ordnung. Und das Kind muss gar nicht eine Notiz, weil das Kind sieht in den beiden die leiblichen Eltern. Was soll ich das zerstören? Ich sage: Was wird denn besser, wenn sie jetzt erfahren, egal durch den Test oder was anderes, dass das nicht der eigene Sohn ist? Ja, da bin ich aus dem Häusl. Ich sage: Ja, dann bleiben Sie im Häusl und machen das Beste draußen. Also es kommen solche Situationen, oder jetzt war ein Ehepaar auch in der Richtung, die auf das Gleiche ging, und dann sehe ich also in den Karten, egal wie gut ich die beherrsche oder nicht, nicht eine universelle patente Lösung, sondern als Hilfsmittel, als Katalysator. Und dann muss ich natürlich andere menschliche Qualitäten oder Wissen einsetzen, um den Menschen nicht irre zu führen, sondern ihn dazu zu führen, was sinnvoll ist. Also ich sage immer, Raum zu schaffen für neue Möglichkeiten. Ne? Dass er die gleiche Situation anders betrachtet. Ich kann seine Situation nicht ändern, das kann keiner.
Aber er kann das anders betrachten, was geschehen ist. Und das ist der Clou dabei. Ja. Was wäre der Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel keine Karten hättest, das Gespräch nur so machen würdest? Ja, würde genauso gehen. Die Karten sind für mich eigentlich nur ein Katalysator. Mhm. Ich würde sagen, die haben mich auf Gebiete gebracht, auf die ich sonst vielleicht gar nicht so leicht gekommen wäre. Also wirklich die grundlegendsten Fragen des Lebens. Wer bin ich? Warum bin ich da? Wo geht's hin? Was ist der Sinn des Ganzen? Und ich würde generell sagen, jetzt ob mit oder ohne Tarot, wer sich nicht diese Fragen stellen und antworten kann, was lebt er für Illusion? Ja. Der lebt fern, also der wird ferngesteuert und man sieht ja die Landschaft von den Medien etc., die machen das Beste, um die Fernsteuerung zu bewerkstelligen. Mhm. Er lebt an sich vorbei, er lebt nicht das eigene Leben. Mhm. Es war eine weise Frau, eine Philosophin im alten Griechenland, die Arete von Kyrena, es war eine der wenigsten Frauen, die als Philosophin einen Namen gemacht haben, und die hat folgende Weisheit gepredigt: Nur jene Menschen, die das, was sie in die Wiege bekommen haben, auch erkennen und leben, sind wirklich glücklich, egal auf welchem gesellschaftlichen Standpunkt. Und das ist das, was ich sage, der Seelenplan. Wenn ich den Seelenplan erkenne und den lebe, dann kann draußen passieren, was soll. Das ist egal. Ja. Dann bringt mir das nicht aus der Hände. Aber wenn ein Mensch, wenn man den nicht kennt, und die Karten legen sich ja nach seinem Resonanzfeld, dann helfen die doch etwas Freilich. Orientieren. Sag ja, das ist der Katalysator für mich. Dann, das hilft mir tatsächlich, die Symbolik am konkreteren Zugang zu bekommen. Man braucht nicht über Krankheiten reden, wenn es um Liebesbeziehungen geht. Aber man braucht trotzdem Lebenserfahrung hinterher. Ja, also, sagen wir so, und Intuition vor allem. Da ist die Stimme. Ja, im nicht Herzen, ja. Nicht im Kopf. Ja. Ja, es war noch eine Frage, Martin. Bitte. Ja, genau, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, meine Weltansicht ist ja so, du bist ja da, damit du Erfahrungen sammelst und damit du einfach weiterkommst. Es sind ja oftmals Situationen im Leben, dass du zum Beispiel einen Unfall hast oder irgendwas Schreckliches passiert. Ja. Genau. Dieses Beispiel mit dem Kind war zuerst. Und da ist es so, wie ist es dann, wenn du was nicht sagen darfst? Das heißt praktisch, wenn die Seele was lernen muss daraus und du darfst nichts sagen. Du weißt das zum Beispiel beim Pendeln, da musst du ja auch abfragen, darf ich dem jetzt nicht sagen oder nicht. Und wie machst du das? Was meinst du jetzt mit dem, es ist schon ein Unfall passiert oder er hat die Diagnose Krebs oder genau, Schlimmer? Genau, ich hatte jetzt, die hatte ja schon, das genau, ist kein Geheimnis. Die hatte schon, ja, die hatte jetzt schon. Und die Ursache, woher kommt das und so. Und das darfst du ja nicht sagen, weil das muss die Seele für sich selber rausfinden. Nein, das sehe ich nicht so. Okay. Du kannst ihm helfen, die Ursache selbst zu erkennen. Weil es kommen zu mir sowieso nur Menschen, die bereit sind, die Kausalität zu erkennen. Ah, okay. Wenn die schon mal kommen, dann ist ihm zu helfen, und das sind auch solche Mittel natürlich legitim und sehr gut, sich selbst zu sehen in der Situation, ihm zu sagen, du hast nicht den Krebs bekommen, weil die irgendein Gott bestrafen wollte oder weil du ein schlechtes Karma mitgebracht hast. Ja. Du hast was bekommen, um was draus zu sehen. Wie du dazu stehst, ist das, worum es geht. Nicht, wie du das wegkriegst. Das ist, wir alle können uns ertappen bei einer Krankheit, versuchen wir immer, die schnell wie möglich wegzuhaben. Ne? Aber um das geht es ja nicht. Die geht eh weg, wenn man erkennt, warum man sie hat. Okay, super, danke. Ja, mir kommt nochmal das Thema, was ich selber in mir entdecke, ist ja oft dieses Festgelegte, dass man das Gefühl hat, irgendwas wäre schon festgelegt und man könnte durch die Karten erfahren, wie geht das denn jetzt? Ist es schon so? Also zum Beispiel, wenn jemand nicht klar ist, muss er umziehen oder nicht, da kommt irgendeine Situation auf ihn zu, Veränderung, kann er vielleicht es schaffen, in dem Haus die Wohnung zu behalten oder muss er sich außen was anderes suchen? Ich nehme das jetzt mal so als Möglichkeit, an der man ein bisschen gucken kann. Und dann ist ja oft dieser Versuch dran, die Karten sollen jetzt sagen, wie wird es denn sein? Mhm. Ist es denn schon, steht es nicht schon fest? Was da zu kommen hat. Ist das nicht schon meine Wohnung? Ist die nicht schon bekannt? Nur ich weiß sie nicht. Also, ne? So ist ja oft dieses Gefühl für Menschen, die dann denken, jetzt holt man irgendein Mittel, ob Karten oder Pendel oder sonstige Sachen. Konkrete Lösung bringen. Die konkrete Lösung, als wäre sie schon da und man folgt nur dieser konkreten Lösung. Also erstens mal, es gibt für mich keine konkrete Lösung, weil jeder Mensch ist ein Unikum und ein Individuum und es gibt keine zwei gleichen, darum gibt es keine zwei gleichen Lösungen für verschiedene Menschen. Ich meine jetzt in diesem Beispiel. In diesem Beispiel, also wenn es um die Wohnung geht. Der Mensch kommt zu mir, weil sie schon lange mit dem Gedanken spielt, sich wohnungsmäßig zu verändern. Ne? Der spielt sich schon lange Zeit mit dem Gedanken und dann will er die Bestätigung. Dann kommt er und ich
würde niemals wagen, ihm zu sagen, ja, morgen kannst du kündigen, weil die Wohnung, die neue, die steht schon auf dem Tisch. Ne? Mhm. Das ist ja Blödsinn. Ich würde ihm eher anzeigen, was ihn dazu bewegt. Und wenn ich spüre, der ist schon energetisch woanders, und frage ihn, versetz dich jetzt mal in die Wohnung, in die neue mit geschlossenen Augen. Wie schaut die aus? Was siehst du dort? Wie fühlst du dich? Und ich sehe, der geht auf, wie ein Gemteig in der Wärme. Dann brauche ich nicht weiter fragen. Der ist schon programmiert auf eine neue Wohnung. Der hat vielleicht nur Schwierigkeiten, die alte zu kündigen, oder da hat er so viel investiert oder was weiß der Geier. Da hat er halt noch Herzensblut dabei. Aber ich sage, wie fühlst du dich in der Neuen? Da kann man ihm schon sehr wohl sagen, du, ich habe das Gefühl, die Neue, die ist für dich das, was dir wieder auf die Beine stellt. Ne? Mhm. Aber nicht sagen, du musst oder du sollst, das sage ich niemals. Mhm. Ja. Also ich habe dich ja mal erlebt bei einer Legung von einer Frage zwischen zwei Wege. Mhm. Also ich habe noch nie jemanden so gefühlvoll treffen, erklären gehört, muss ich echt sagen. Weil du hast die zwei Wege, also die hat sie nicht entscheiden können. Und du hast einfach erklärt, was ist, wenn sie diesen Weg ist da die Qualität, nenne ich es jetzt mal. Und was könnte sein, wenn dieser Weg der andere gegangen wird. Genau. Und das hast du sehr gefühlvoll und für mich treffend, ob es jetzt treffend war oder nicht, erklärt. So gesehen hat sie einfach die zwei Möglichkeiten und die zwei Wegsarten dann erfahren dadurch. Genau, ich kann mich erinnern sogar an die Legung. Und das war genau der Fall, was jetzt die Frage war. Man muss sich wirklich in die Situation hineinfühlen, das heißt in den Menschen in seinem Dilemma. Man muss wirklich drinnen sein, um zu entscheiden, was will er eigentlich. Ne? Weil der Mensch hat ein konkretes Problem, also der hat nicht 10 Möglichkeiten, sondern da geht es darum, diesen Weg oder diesen Weg. Und meine Aufgabe sehe ich, ihm beide Wege erlebbar zu machen, also jetzt in der kurzen Situation, ne? Also virtuell so erlebbar zu machen, wie fühle ich mich da und wie fühle ich mich da. Letztendlich die Entscheidung trifft die Person, die fragt. Ich kann für niemanden die Entscheidung treffen. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist einfach auf diese menschliche Seite. Mhm. Wir werden von Kind an sozusagen in eine Welt großgezogen, wo so scheinbar alles schon geklärt ist. Ja? So, und dann kommt man in den Kindergarten, dann fängt die Schule an, dann geht man von einer Klasse zur nächsten oder auch mal nicht, da gibt es eine Ehrenrunde, dann ist man fertig, dann ist das zu tun und da ist das Nächste zu tun, dann muss man in den Beruf, dann muss man sein Geld verdienen, dann muss man seine Steuer abgeben und, und. Das heißt, wir gehen auch in Sachen von Fragen oft mit diesem festgelegten Gefühl, dass ja schon immer alles geklärt ist. Wie soll es denn sein? Wie hat man sich einzufügen und so weiter? Das überträgt sich auf diese Situationen, die eigentlich der freien Entscheidung unterliegen. Genau. Und die werden dann reingeschleppt. Und die spielen doch bei Kartenlegen meiner Meinung nach eine Rolle mit. Ja. Aber da ist eine große Falle drinnen, nämlich. Ne? Ja. Weil dieses Festgelegte ist eigentlich nicht so festgelegt wie konditioniert. Und es muss so sein und das muss ich und das muss ich, das ist auch nur ein Belief, das ist auch nur in dem Kopf. Und wenn man sich vorstellt, eine banale Feststellung, die seit Einstein bekannt ist, dass der Mensch, also der schon viel denkt, maximal 10% seines Gehirns verwendet, ne, dann würde ich mich selbst die Frage stellen, wow, was ist, wenn ich jetzt 15% verwende? Man muss ja nicht übertreiben. Ne? Was ist, wenn ich jetzt 27% verwende? Wow! Und jetzt arbeite ich dran. Was müsste ich machen? Was müsste anders sein? Und dann, spätestens an diesem Punkt, fallen all diese Konditionierungen absolut flach. Ich will darauf hinaus, dass wenn ich so mal meine Kartenphase habe und habe ausprobiert, dann ist mir aufgefallen, dass genau dann, wenn ich ein vorgefertigtes Gefühl habe, dass in der im Ausläufer von vorgefertigten Erfahrungen steht, dass dann die Karten mir anscheinend Quatsch erzählen. Die geben mir dann Antworten, die nicht in diesen Faden reinpassen. Und ich brauchte eine ganze Weile, dass ich merkte, ich befinde mich gerade in einem nicht festgelegten Bereich. Und es wurde mir dann durch die Karten klar, dass ich hier in einer freien Zone bin. Und die Freiheit, die fühlt sich dann an wie ein freier Fall in dem Moment. Ja. Ne? Da kommt dann noch eine Angst rein, dass ich das selber sozusagen, ich entscheide das ganz alleine, bis man wieder Boden unter den Füßen kriegt und merkt, du gestaltest einfach dein Leben und es ist völlig unwichtig, ob es richtig oder falsch ist, du gestaltest und sonst gar nichts. Genau. Und du kannst es einfach machen und alles ist richtig, egal was du machst. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, wenn man sich wirklich auf die Antworten einlässt, dass das tatsächlich auch über diesen Weg, auch über Karten gehen kann. Es kann über tausend andere Sachen gehen, aber die Karten geht es auch. Genau. Wenn man die als, ich sag, Katalysator verwendet, warum soll man jetzt nach was anderem suchen und greifen? Die sind ja da.
die habe ich zur Verfügung und mit denen kann ich umgehen. Aber wie du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt im freien Fall oder sowas. Ne? Das ist eben die hohe Kunst, sich fallen zu lassen mit dem Vertrauen, dass man gefangen wird. Im Leben, in jeder einer solchen Situation. Wir klammern uns immer an diese vorgefertigten Konzepte, die die Gesellschaft predigt. Ne? Das ist erprobt, das funktioniert. Aber die Kunst ist, um weiterzukommen, um wirklich weiterzukommen, fallen, mit dem, aber nicht jetzt als Resignation, wo ich die Falle halt, ne? Sondern mit dem Bewusstsein, ich werde aufgefangen. Deswegen bin ich da, ja, um weiterzugehen. Mit Fallschirm. Ja. Mein System lässt gar nicht zu, dass ich über ein gewisses Grad fallen kann. Ja, zum Beispiel. Man hat das ja auch schon mit drinnen. Man hat schon seinen eigenen doppelten Boden mit dabei im Leben. Und manche übersetzen sie immer das, was ein Gott ist oder sonst ein Wesen außerhalb. Aber mein eigenes System macht das auch. Ja, genau. Das hat auch einen Spielraum, über den es nicht hinausgeht. Ja. Aber die wahre Kunst ist, wenn du keinen doppelten Boden eingebaut hast, wo das Fallen auf keinem Wissen beruht, dass da unten weich wird oder dass. Ne? Mhm. Einfach das Vertrauen. Ja. Das ist Teil meines Weges. Mhm. Und jetzt ist es dran. Eine Veränderung kann nur kommen, wenn ich bereit bin, das Bestehende stehen zu lassen und mich woanders hinzuwenden. Mhm. Ich würde sogar das Fallen als durch die Angst hindurch. Das meine ich da. Fallen hört sich so unkontrolliert an. Die Manu hat diesen Begriff verwendet, darum habe ich ihn aufgegriffen. Aber das ist genau das, was du sagst: durch etwas. Und du musst dir vorstellen, es ist ja komplett schwarz, du siehst nichts, was da drunter ist, oder drüber, oder drauf, oder wie auch immer, du siehst nur die Dunkelheit, aber innerlich spürst du, da ist mein Weg, genau. Die Spannende ist, sobald man durch die Angst geht, verschwindet sie. Genau so ist es. Die Angst kann sich auflösen, nicht indem du sie verdrängst, sondern indem du dir in die Augen schaust. Die Angst zeigt dir den Weg. Die Angst zeigt dir den Weg. Und es gibt, so wie in der Natur, durchaus sinnvolle Ängste. Schau, die Tiere, die entwickeln Fähigkeiten, Antilope rennt, wenn es den Löwen sieht, ne? Mit einer Geschwindigkeit, die sie sonst nicht braucht. Und die hat Angst, drum rennt sie. Aber nachdem, die weidet weiter und lächelt und legt sie hin und schlaft, ne? Weil die braucht die Angst dann niemand. Die Angst ist durchaus sinnvoll. Aber die Menschen leben unter Ängsten, die eigentlich gar nicht sinnvoll sind. Die sind eingeredet. Also eine Überlebensthematik, die ist schon gesund, wenn da eine Angst ist, wenn es ums Überleben geht oder wenn es tatsächlich um Lebensgefährdung geht. Aber wir haben auch sehr viel, dass wir unsere Komfortzone, wenn die ein bisschen mal verändert wird, dann kommen schon Ängste auf. Genau. Dabei tut es auch schon mal gut, richtig wieder Abenteuer zu machen, Komfort mal zu Hause zu lassen und dann werden wir wieder lebendiger. Ne? Ja. Also wenn es wirklich darum geht, das Leben zu verlieren in einer Situation, dann ist das die gesunde Angst. Aber wenn es die Angst ist, die Komfortzone zu verlassen und darum Jahrzehnte was zu machen, was die Gesellschaft oder Familie von mir verlangt und nicht, was mein Herz sagt, das hat mit der gesunden Angst überhaupt nichts zu tun. Das ist Faulheit und das ist Komfortzone. Ja, das erinnert mich so an die, da gibt es ja so diesen Spruch immer, ja, Vorsicht, Lichtfalle, und ich bin ja nicht ins Licht gegangen, und dann strahlen die Leute dann immer so, sind nicht ins Licht gegangen. Ja, was ist das denn, das Angst vor der Dunkelheit? Ich meine, man muss wissen, dass es im Grunde genommen immer nur Licht gibt, ja? Es gibt, wenn Dunkelheit jetzt vor mir entsteht, das ist nur eine andere Frequenz. Sobald ich in diese Frequenz hineingehe, entsteht sofort wieder Licht. Es ist im Grunde genommen immer Licht da und es ist immer Bewusstsein da eigentlich, ne? Also das ist auch wieder eine Frage des Bewusstseins. Genau, immer. Ja, ich würde jetzt nochmal gerne in die Kartenpraxis reingehen. Das heißt, viele Menschen legen sich zum Beispiel Tageskarten oder Wochenkarten oder Monatskarten. Jahreskarten. Kennst du das auch? Ja. Ich lege mir zum Beispiel jedes Jahr in den Rauhnächten, ne? Also in der Weihnachtszeit bis zum Neujahr, bis zum 6. nehme ich mir jeden Tag für jede Rauhnacht eine Karte, ne? Ein Bild, würde ich sagen, für die Monate des neuen Jahres. Ne? Und es geht mir nicht um irgendeine Sensation oder mir was beweisen oder einreden zu müssen, sondern ich gehe dann in Situationen, die immer entstehen und die ich schon kenne, versuche ich mit der Qualität der Monatskarte zum Beispiel das zu sehen, mit anderen Augen. Banales Beispiel, jemand bringt dir aus der Fassung, weil irgendwas tut, was dir nicht gefällt, oder nimmt den Vorrang auf eine Kreuzung, das reicht schon mal. Ne? Also banale Situationen und normalerweise, und jetzt sage ich, was würde zum Beispiel die Königin der Schwerter sagen, wenn die eine Monatskarte wäre? Und dann sage ich, hey, das bringt mich eigentlich in eine vollkommen andere Schwingung. Ne? Die würde mit ihrem Intellekt diese Lappalie vollkommen anders lösen, als wie mit so einem Krach, was ich da produziere. Weißt?
Also es geht nur darum, dieselben Situationen durch diesen Katalysator, um bei dem Wort zu bleiben, zu sehen, also mit anderen Augen zu sehen sozusagen. Mhm. Das heißt, mit einem anderen Bewusstsein. Ja, das heißt nicht nur mit dem Säugetierprogramm zu reagieren, der hat mir mein Revier beschnitten. Ja, jetzt muss ich reagieren. Und dann muss ich den mal ein bisschen wegbrüllen. Ich bin der Stärkere, ich zeige es ihm, wo es lang geht. Ne? Und wann ich drauf eingehe, das ist wurscht, ich zeige es ihm. Das wäre dann das ungeschulte Bewusstsein. Ja, also, ja, also das Animalische. Wenn man dann so einfach so reagiert, so spontan, ja, dann ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber das macht schon etwas aus. Und vor allem, wenn man dann daran festhält, ja, das ist ein Idiot, das ist ein Arsch und da bleibe ich dabei. Ja? Ja. Das muss ja nicht so bleiben. Also, nein. Das kann man sich da mal überlegen. Ne? Also aus dem kann eine sehr hohe Lebenskunst entstehen, genau. die einen weiterbringt. Ja. Ne? Mhm. Fifi? Ich habe dich ja mal erlebt, da haben wir so telepathische Übungen gemacht. Mhm. Bekommt der Paul die Karten? Das habe ich sehr interessant Also intuitiv wie andere. Ja, genau, wo du die Karten dann als Information bekommst. Also bei mir ist eigentlich von den 78 jedes Bild eingeprägt mit einer Geschichte dahinter, ne? mit einer Situation. Und da haben wir uns wirklich in einer Runde in den anderen versetzt und eine Situation eigentlich aus der eigenen Sicht zu beschreiben. Und mir ist eigentlich nur das Bild immer gekommen bei zwei, drei. Ne? Das konkrete Bild, ne? Das kannst du jeder dann selber anschauen und ich kann das dann auch zeigen und erklären. Aber das war irgendwie sehr treffend. Ne? Mhm. Hinten ist noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Ich hätte da noch eine Frage, wo du gerade sagtest, jedes dieses 78er Kartenbild hätte irgendeine Aussage oder eine Geschichte, die du kennst. Ja. Ich persönlich habe eigentlich mehr Weisheit außerhalb unseres Kulturkreises bei den Chinesen oder im ferneren Osten gefunden und bin persönlich ein Anhänger des I Ching. Das I Ching ist ja auch eine Art Orakel, wobei es dort eine gewisse Abfolge der einzelnen Zeichen hintereinander geht, so dass man genau weiß, auf die eine Energie folgt dann demnächst die andere Energie und danach die dritte Energie. Die zeigt einfach nur, wo ich stehe. Ja. Ist das bei dir bei den Tarotkarten ähnlich? Ja. Also ich versprich den Leuten keine Sensation und keine Zukunft, sondern immer nur die Momentaufnahme zu durchleuchten. Ich habe also ausbildungsmäßig bei einem chinesischen Meister, Dr. Lim, vor 20 Jahren gelernt und da bin ich erstes Mal konkret mit der asiatischen und chinesischen Weisheit in Verbindung gekommen und ich bewundere es bis heute. Ne? Das, was mir am meisten gefallen hat, ist das Streben nach der Harmonie. Also alleine dieses Yin-Yang-Zeichen beschreibt am besten von allen Kulturen den Ausgleich zwischen Yin und Yang, zwischen männlich-weiblich. Zu viel weiblich ist Disbalance, zu viel männlich ist Disbalance, darum kann niemals ein Patriarchat auf die Dauer funktionieren, niemals ein Matriarchat, immer nur die Kooperation. Also das ist so wie These, Synthese und Antithese. Ne? Antithese ist zu wenig, These ist zu wenig, aber Synthese ist die Lösung. Also immer beide Aspekte werden berücksichtigt und aus denen wird ein Konglomerat geschaffen, was die Lösung bietet. Und da war mir die chinesische Lehre eigentlich sehr hilfreich, weil das Ziel ist, wie du selber weißt, wenn du mit dem beschäftigst, ist der freie, ungehinderte, harmonische Fluss der Energie. Nur indem die Energie alles erreicht, ist alles auch in Harmonie. Ne? Wenn sich Energie irgendwo staut, entstehen Blockaden. Wenn irgendwo Energie mangelt, entsteht auch genauso Mangel an Energie. Ja. Seine Frage war, glaube ich, dahingehend, dass wenn man sieht, dass eine bestimmte I Ching-Situation sich zeigt, dann zieht die automatisch eine andere an, weil die dann fehlt. Ja. Ob es das auch für dich bei den Karten gibt? Das habe ich die Frage, entschuldige, vorher falsch verstanden. Ich habe gesagt, ob ich das so sehe, dass das jetzt nicht zeigt irgendeine Zukunft, sondern nur die Aufnahme, wo der Mensch jetzt ist. Seine Situation, sein Umfeld. Und das ist eigentlich im Tarot für mich genau das Gleiche. Weil wenn der Zuschauer, der Klient oder wie auch immer man den nennen wollen, jetzt mal angenommen die 10 Bilder für das große keltische Kreuz legt, ne, dann ist nicht beim ersten Bild alles drinnen, sondern das automatisch ergibt das nächste. Und wenn er noch nicht zum Beispiel bei einem Punkt im Klaren ist, oder ich sehe da, das sagt nicht zur Sache, so wie du gemeint hast, lege ich mir, die sind ja vollkommen falsch am Platz. Ne? Falsch am Platz sind es nicht, nur du wolltest was anderes hören. Ne? Dann wird wieder ein anderes Bild dazu genommen, um diese Situation noch einmal zu beschreiben. Mhm. Wie soll ich das sehen? Ne? Konkret, wie soll ich das sehen? Mhm. Ja, war das Antwort schon ausreichend für dich oder fehlt dir da noch was in der Antwort? Ja, meine Frage war eigentlich eine etwas oberflächlichere. Aus den einzelnen I Ching-Konstellationen, die ich natürlich jetzt im aktuellen Zustand ziehe, kann ich ja schauen, was folgt danach. Aber wenn dein Verhalten dem entspricht, dass sich das danach daraus entwickelt, sonst bleibst du womöglich auf dem Punkt stehen. Okay, so danke, sehe ich das. Das bringt jetzt eine Synthese zusammen, wo du auch sagst, okay,
ich weiß ja selber noch nicht genau, wann, ich sag mal, dass die nächste Station im I Ching folgt. Da weiß ich noch nicht genau, ist das in 3 Tagen oder 3 Wochen oder in 3 Monaten oder in 3 Jahren. Mhm. Genau. Ja. Genau. Also ich gehe von aus, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dem Kartenlegen geht es nicht um das, was in der Folge kommt, sondern um das Jetzige, selbst das Jetzige. Zu verstehen, genau. Im Hier und Jetzt. Genau, das ist mein Anliegen, sich selbst besser zu verstehen im Hier und Jetzt, weil das ist auch die Antwort, warum passiert mir das, warum habe ich das nicht, warum ist die Situation so und nicht anders. Mhm. Ist es ratsam, sag ich mal, oder vielleicht für manche Menschen nicht, Tageskarten oder Monatskarten zu legen? Kann es sein, dass es einen dann zu viel beschäftigt und man nicht in dem Ist-Zustand bleibt, im Jetzt-Zustand, frage ich mal? Natürlich, die Intensität muss jeder selbst für sich erwägen, ist ihm das zu viel oder zu wenig. Aber ich sehe kein Problem, wenn sich einer zum Beispiel eine, sagen wir, Wochenkarte nimmt und jetzt versucht er, sein Verhalten und seine Reaktionen auf alltägliche Situationen unter diesem Aspekt zu betrachten. Das heißt also, er reagiert normalerweise entweder, geht komplett in die Zurückgezogenheit oder geht in die Wut oder Aggression, wie auch immer. Und jetzt unter dem Aspekt eines konkreten archetypischen Bildes sieht er die Situation mit anderen Augen oder versucht er die Situation und somit schult er sich selber. Mhm. Der sieht, es ist eigentlich nicht die Situation, die das gemacht hat, es ist die Geschichte, die ich daraus gemacht habe. Und die Geschichte macht das. Also ich habe Kartensets Unmengen, da habe ich auch das Kartenset Licht und Liebe. Und speziell in schwierigen Phasen ist sowas sehr hilfreich, dass man sie ein bisschen raushebt aus dem Schwierigen, dass man das ein bisschen leichter sehen kann und quasi als Affirmation oder als Hey, Lichtblick. Also da finde ich sowas sehr hilfreich, dass man nicht hängen bleibt und vielleicht auch neue Ideen kriegt, etwas zu betrachten. Also du meinst diese schnell wirkende Hilfe oder sowas, nicht? Ja, genau. So das Gehirn ein bisschen umpolen auf, ja, ja. Da bist du und jetzt, da kannst du dass hin, du nicht weit absackst, dass ja, du genau. Nicht ganz unten liegst. Ich sage, das ist so wie Unfall auf der Straße und derjenige oder diejenige liegt im Blutlaken und rührt sich kein Millimeter, dann hat es keinen Sinn, mit ihm eine psychologische Beratung zu machen oder homöopathisch zu arbeiten. Ne? Dann muss sowohl ein Unfallchirurg her und dann wieder zu das Mal zusammenzuflicken. Der braucht ihm nicht erzählen, dass es ihm passiert, weil und das jenes das ne, verursacht hat. Das hat in dem Fall überhaupt keine Relevanz. Ne? Zunächst mal muss er wieder auf Beinen stehen und dann reden wir weiter. Ne? Mhm. Und so ist das hier genauso von dir. Ne? Du brauchst dann Impuls, dass du überhaupt Kraft hast, dich mit den Themen zu beschäftigen. Ja, nochmal Knut. Ich habe nur noch mal kurz eine Nachfrage dazu, weil wir uns jetzt gerade in der letzten Woche mit einer Dame getroffen hatten, die hat den Maya-Kalender interpretiert und sagte, der Maya-Kalender ist eine Zeitqualität, eine Zeitschwingung, die sozusagen alle betrifft, dass es einfach mal günstig ist, in der und der Woche des Jahres zum Beispiel ein neues Projekt anzufangen. Ja. Das ist für alle das Gleiche. Das ist aber jetzt eine komplett andere Aussage, die Zeitqualität, als das, was du, Paul, jetzt individuell für die aktuelle Situation eines Mandanten aus den Karten herausliest. Ist das so richtig? Ja, es ist so wie bei dem Unfall. Ich kann nicht den Unfall jetzt bewerten aufgrund einer astrologischen Situation. Das ist mal die Priorität Nummer 1. Also wir haben jetzt eine konkrete Situation und die hat die oberste Priorität. Dann kann erst weitergehen. Und dieser Maya-Kalender, der beschreibt rein Zeitqualitäten. Und dann gibt es natürlich 2 Kalender, also die sich teilweise widersprechen. Das ist der Kalemann, das ist derjenige, der von den indigenen Völkern angenommen wird. Und dann gibt es der Gechannelte, ne? der Übliche. Und das lehnen die indigenen Völker ab. Also alle beschreiben also die Zeitqualitäten, aber völlig anders. Ne? Das muss man dazu sagen. Aber mir ist der bekannt und die haben nicht 1 Kalender, die haben um die 17 Kalender in Betrieb gehabt. Und witzigerweise, der eine war für die Entwicklung der menschlichen Rasse zuständig, das war der Hab, glaube ich. Der endete aber nicht auf dem ominösen 21.12.2012, sondern 2 Jahre zuvor, am 31. Oktober 2010. Und das war rein theoretisch von dem Maya-Kalender der Zeitpunkt, wo die Menschheit die Entwicklungsstufe erreicht haben hätte müssen, um sich weiterzuentwickeln, um sich nicht zu zerstören, sondern weiterzuentwickeln. Sei dahingestellt, wie weit der Mensch dem Folge geleistet hat. Ne? Zu der Zeitqualität. Ja, also gesagt. Mit Maya-Kalender kommen wir in ein ganz anderes Thema rein. Mhm. Kann ich auch super verstehen. Ja, ja. Ist hochinteressant. Ja. Ich möchte nochmal auf die Karten eingehen. Und zwar,
weil wir jetzt immer gesagt haben, du hilfst den Menschen, sein Jetzt zu verstehen. Genau. Aber du hast ja auch ein Legesystem, wenn es um Entscheidungen geht. Genau. Ja? Genau. Dafür gibt es ja auch Gründe. Ja, ja. Manchmal braucht man auch mal vielleicht Hilfe. Entscheidungshilfen. Ja. Ja, ja. Wie weit können die gehen, so in der Erfahrung? Sofern man die Entscheidungsfreiheit und die Autonomität des Fragestellers nicht verletzt und nicht manipuliert, dann kann man schon sehr konkrete Hinweise zeigen. Das wäre für mich legitim. Aber nicht zu sagen, das musst du, sonst fällst du runter oder sonst wirst du sterben, sonst wirst du krank, das sage ich nie. Aber wenn ich sehe, der tut sich wirklich schwer, aber er ahnt schon, welcher Weg besser wäre, das ja. Wie fühlst du dich da? Ne? Wie fühlt sich das an? Das heißt, die gucken mit in die Karten, ja, und schauen auch die, ah, Bilder, genau, wie sie auf sie wirken? Genau, genau. Also du liest sie nicht alleine, sondern ich darf mitgucken. Selbstverständlich. Mhm. Das muss immer so gelegt werden, dass er die Wirkung der Bilder auf sich spürt oder dass er es hat. Ja. Also ich mache das ja nicht für mich, ich mache es ja für den Klienten oder für die Klientin. Ja. Wir haben jetzt mal eine kurze Pause gemacht. Wir hatten nämlich eine Aktivphase hier. Und zwar hatten wir überlegt, dass jeder, hier sind ja eine Menge Gäste da, für den Monat August sich eine Monatskarte zieht. Und du kannst dazu uns was sagen, aber geht nicht zu ausführlich, sonst sprengt das jede Sendung. Ne? Na, wenn ich die Anzahl sehe, also dann brauchen wir circa eine Woche, um das mal durchzugehen. Also machen wir eine Kurzfassung bei jedem und die Reihenfolge ist mir eigentlich egal. Okay, dann wer fängt an? Mach's nach der Liste, oder? Mhm. Die Fefi hatte 5 Stäbe gezogen für den August. 5 Stäbe. Also ich würde sagen, die Qualität, die das Bild symbolisiert, ist vor allem ein Kräftemessen. Jetzt nicht auf Blut und Tod, sondern eher spielerisch, aber es ist eher der Drang des Egos, sich durchzusetzen. Gegenüber wem? Anderen, gegenüber anderen. Ja. Arbeitskollegen, Kollegen, Familie, Freunde, was auch immer. Es ist ein gewisser Drang zu zeigen, hey, ich bin doch der Bessere oder Stärkere oder die Bessere. Und es geht jetzt darum, jetzt soll ja nicht eine Manipulation in die Richtung erfolgen, sondern im nächsten Monat August in Situationen, wo du herausgefordert wirst, diese Bildqualität vor Augen zu haben und zu sagen, aha, da geht es darum, mein Ego will jetzt beweisen, dass das besser ist. Ne? Einer will dir zum Beispiel was einreden oder beweisen, wow, ich hab's besser oder ich kann es besser. Jetzt, wie reagierst du drauf? Das ist die Herausforderung für den nächsten Monat in solchen Situationen. Ich habe gerade einen neuen Job begonnen, vielleicht deshalb. Super. Und du musst dort also nicht mit allen Mitteln beweisen, dass du was kannst. Das werden die sehen, wenn du das kannst. Ich habe sogar schon sogar bewiesen. Super, gratuliere. Sehr schön. Okay. Ja. Also dann ist das ziemlich das Thema angebracht, ne, für den nächsten Monat. Und denk dran, einfach ganz spontan und wenn die danach ist, aha, da war das Bild, wo sich diese Personen da auf dem Bild Kräfte messen, aber spielerisch, da wird ja nichts bedroht oder niemand erschlagen, sondern die wollen sich was beweisen. Super, weil da kommt sicher noch ein bisschen was auf mich zu und wenn ich das weiß, kann ich das ein bisschen spielerischer ganz sehen. Ganz anders reagieren. Mhm. Schön, ja? Sehr schön. Danke. Schön. Mhm. Nächste. Ja, Christine, die hatte den Teufel. Ui, das ist ein schönes Bild. Das ist eine wahre Herausforderung in diesem Fall. Der Teufel hat sehr viele Aspekte drinnen. Da geht es um die Konfrontation mit den, ich würde sagen, unter anderem animalischen Anteilen in mir. Das, was ich sonst nach außen gar nicht bringen möchte, aber was in mir schlummert oder was meins ist und was ich nicht ausleben kann, sich mit dem gesund auseinanderzusetzen. Also jetzt nicht auf Biegen brechen, sondern sich mit dem auseinanderzusetzen, mit diesen Anteilen. Der zweite Anteil ist auch das Thema Abspaltung. Ich sage es allgemein jetzt. Es geht darum, also wenn einem das bekannt kommt in einer gewissen Situation, nächsten Monat einfach in diesen Situationen dran zu denken, aha, wie kann ich das anders sehen, ne? Eine Abspaltung heißt zum Beispiel, es gibt Leute, die mit der bestehenden Situation nicht klarkommen und stürzen sich in Drogen oder Alkoholkonsum oder Sachen, die sie wirklich also aus der Realität wegbringen sollen. Dann geht es darum, sich dessen bewusst zu werden, was hat das ausgelöst? Was macht mir Angst? Oder was will ich nicht sehen? Die Realität, die da ist, will ich übertunken, will ich nicht sehen, will davon abspalten, will davon weglaufen. Also das sind nur grundlegende Themen. Wenn man das verstanden hat, das Thema, und auch das Animalische in einem drinnen, was absolut wichtig ist, für gewisse Situationen zumindest, die Quintessenz von 15 ist 6 und das kommt auf den Schlüssel 6, auf die Liebenden. Da sind, wenn man sich die Bilder anschaut, genau die zwei gleichen Figuren, aber in einer vollkommen anderen Situation. Auf den Teufel sind die gekettet an die Materie, an den Block, an die Form. Und das heißt, die knechten sich selber, weil wenn man das Bild genau betrachtet, sie haben die Kraft, die Ketten einfach vom Hals runterzunehmen, weil die sind ja nicht echt, sondern die sind ja nur so symbolisch angekettet. Keiner hält sich fest.
Nur die Überzeugungen hörten sie fest, ne, in dieser Situation. Und die haben die Möglichkeit, sich von der Situation zu lösen, indem sie die Ursache erkennen. Und dann ist die Quintessenz wunderschön. Ne? Dann geht es in die Liebe, von der Angst in die Liebe. Das wäre die Kurzfassung, okay? Es sind sehr viele Themen drinnen. Aber. Ja, ist eine große Karte, ne? Ja. Isabella hat dann auch eine große Karte gezogen, nämlich den Turm. Tja, der Turm ist gleich die Fortsetzung. Das ist der Schlüssel Nummer 16. Und die zeigt ein Bild, wo eine Person oder mehrere sogar von einem hohen Turm stürzen und scheinen auf dem Boden zu zerschmettern und tot zu sein. Es ist aber nicht so dramatisch. Die Situation zeigt Folgendes. Wenn das menschliche Ego immer sich weiter hinaufschraubt und immer weiter nach irgendwas strebt, dann wird der Fall auch umso schlimmer. Aber die Botschaft ist, in dem jedem Turm ist eine Stiege drinnen. Und wenn man rechtzeitig erkennt, wo man sich da hinauf begibt, ne, das Ego beziehungsweise wo es hinauf will, über alle Köpfe, ne, das ist zum Beispiel Gleichnis der Turm von Babel, ne, der babylonische Turm, wo wir wissen ja das Ende von dem Ganzen. Und wenn man rechtzeitig erkennt, dass man eigentlich in einen Wahnsinn hineinstürzt, dann kann man umdrehen und sagen, okay, ich nehme lieber die Stiege, dann muss ich nicht stürzen, dann werde ich nicht gestürzt. Ne? Der Volksmund sagt, je höher das Ego strebt, desto größer ist der Schnauzefall nachher. Ne? Und das zeigt das Bild im Klartext. Ne? Also wenn man vorzeitig erkennt, dass das nur der Ego-Trieb ist und dass ich aufhören kann und was Sinnvolleres tun kann, dann gehe ich selber runter und sage, haha, muss nicht so schlimm sein. Okay? Ganz kurz, also ganz kurz interpretiert. Es gibt aber auch manchmal etwas, was zerbricht oder was ein Turm, wenn es zerstört wird, das so gut ist, dass es auch zu Fall kommt. Oder das Alte muss ja sterben. Das Alte muss ja zerstört werden, wenn was Neues kommen soll. Aber es ist meine Entscheidung, wie dramatisch ich das werden lasse oder wie ich selbst erkenne mit dem Bewusstsein und lasse das Ego nicht stürzen, sondern sage, komm Freund, wir gehen selber runter. Genau. Wir haben das Zeug dazu. Ja, danke. Gerne. Siegfried hatte drei Stäbe. Drei Stäbe ist eigentlich ein sehr stabiles Bild. Das zeigt eine Person, eine kräftige Person, die auf einer Anhöhe oder auf einem Hügel steht und schaut aufs Meer. Das, was da gelb dargestellt ist, soll eigentlich blau sein, soll das Meer sein. Und das sind die Schiffchen. Das sind meine ganzen Taten oder Vorleistungen, die ich schon ins Leben gerufen habe, die umgesetzt. Jetzt kann ich mir wirklich zurücklehnen und schauen, welche Früchte die kommen. Das heißt, es zeigt eine Stabilität jetzt für die Zeit, wo wir gefragt haben, sagen wir August. Und ich kann gewisse Situationen ganz gelassen betrachten und sagen, wozu der ganze Stress? Ich habe schon genug getan. Jetzt habe ich meine Zeit, um mich zurückzulehnen und zu schauen, das ist mein Werk, Leute. Das habe ich schon geschaffen vorher. Jetzt kann ich Ruhe geben. Ne? Das ist für den August. So kann ich mir betrachten. Dann, ne? Gerechtigkeit hatte Rosi. Auch, ja. Also die Gerechtigkeit hat mit einer Gerichtsverhandlung eigentlich gar nichts am Hut. Die zeigt also die kosmische Gerechtigkeit, die kosmische und das kosmische Recht, das zu haben und das zu bekommen, was ich mir eigentlich aus Ängsten oder warum auch immer oder falschen Bescheidenheit gar nicht zugestehen würde. Das heißt, ich habe das kosmische Recht, das zu tun, das zu haben, das zu sein, was ich da drinnen spüre, aber was ich aus irgendwelchen von außen auf mir wirkenden Beweggründen noch nicht richtig ausleben konnte. Und die Gerechtigkeit zeigt auch, also mit der Waage symbolisch und mit der Lebenskarte oberhalb vom Kopf, zeigt die Balance, die Harmonie, dass das dazu führt, nicht jetzt um Ego zu befriedigen, sondern in mir in eine Harmonie zu kommen, in einen Balance, in einen Ausgleich. Okay? Super. So, auf die Kürze. Dann haben wir bei Knut den Herrscher. Der Herrscher, Schlüssel Nummer 4 und wie die Zahl 4, das ist Symbol der Materie und der Herrscher ist Symbol für die weltliche Ordnung. Das heißt also, das Bild zeigt also jetzt in der Kurzfassung die Herausforderung, Ordnung in den materiellen Dingen zu schaffen und zu bewahren. Das kann in der Familie sein, das kann in der Firma sein, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Klare Strukturen zu definieren, zu schaffen und zu bewahren. Okay? Also da ist nicht jetzt irgendwelche Fantasie oder Spinnerei, sondern rein feste Strukturen, materielle Strukturen. Ist auch auf dem Thron sieht man also die Ziegenböcke, also die Köpfe, diese Widder. Ne, das alles ist am Mars und das alles hat mit dieser festen Energie, also mit dieser Verdichtung, mit der Materie, mit der Form zu tun. Also Struktur, Ordnung, Schaffen und Bewahren. Auf die Kürze wieder. Das Thema ist natürlich vielschichtiger. Ja. Je nachdem, in welchem Bereich des Lebens. Ne? Ja, danke. Bitte schön. Martin hatte 7 Stäbe. 7 Stäbe, würde ich sagen, der Überbegriff wäre Projektion. Das ist zum Beispiel Bild eines Chefs, der als Erster in die Firma geht und der Letzte macht das Licht aus, weil die Idioten sind dazu nicht fähig. Ne? Also das heißt,
Man projiziert Eigenschaften und Unfähigkeiten auf die Mitarbeiter, weil die können ja nichts, ne? Weil ich mir selber nicht zutraue. Ne? Also es geht darum, die Projektionen, die im Leben tatsächlich ständig kommen, ne? Egal welche Situation, der Böse da. Wenn der nicht so, dann ich wäre so. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Es ist immer, man projiziert auf die anderen die eigenen Geschichten, die eigentlich ich nicht in mir anschauen will, sind die anderen zuständig. Also für den Monat August würde ich sagen, einfach anschauen, wo ich neige zu projizieren. Okay. Ja, danke. Gerne. Michi hatte Bube Münzen. Bube der Münzen. Das ist ein fröhliches Bild eines Jungen, der so mit Gefühl seine Münze, seine Materie, seine materiellen Schätze, das ist auch Thema Gesundheit und alles in der Materie drinnen, so liebevoll anschaut und würdigt das und der konkretisiert das auch. Ne? Die Buben sind also die Konkretisierung und die Chancen, die stellen auch Chancen dar. Das heißt also, es gibt den Monat August eine gute Aussicht, eine Chance, etwas im materiellen und gesundheitlichen Bereich in die Wege zu leiten. Ganz grob wieder. Danke. Das hören die Leute gerne. Dann haben wir bei Klaus Rad des Schicksals. Rad des Schicksals ist ein sehr interessantes Bild. Die Bezeichnung Rad des Schicksals kam natürlich viel später. Der ursprüngliche Titel war vollkommen anders. Und im Französischen und Italienischen war das La Fortuna etc. Das mit dem Schicksal, sondern mit das dem Glück zu tun. Ja, also die Bezeichnungen sagen nicht eigentlich die wahre Aussage. Und die wahre Aussage, wenn man sich das Bild anschaut, sind drei Kräfte. Die eine ist die aufsteigende, die aufbauende. Die andere ist die abbauende und die dritte ist die erhaltende. Und das ist so, der Mensch kann aufbauen, der kann ein Haus bauen oder der Bauer kann ein Feld bestellen und ackern und was auch immer. Und er kann auch aus eigenem Willen oder bösem Willen das Werk zerstören. Ne? Der kann das Haus wieder zerschlagen und der kann das Feld brach liegen lassen oder von den Viechern fressen lassen. Der kann zerstören und der kann aufbauen. Eins kann er nicht, wenn er das Feld bestellt hat, das Wetter kann er nicht so weit beeinflussen, dass es auch aufgeht. Das ist die dritte Kraft. Das ist die dritte Kraft, die jenseits seines Willens liegt. Und er hat also in diesem Symbol zu akzeptieren, dass es eine dritte Kraft gibt, auf die ich keinen Einfluss habe. Das heißt, ich habe mein Bestes zu geben, mein Bestes zu tun, was meins ist natürlich, ne? Nicht, was mir wer da sagt, dass das meins wäre, sondern dass ich das spüre, das Beste zu tun und akzeptieren, dass das Gedeihen oder Aufgehen der Idee des Projektes nicht nur von mir abhängig ist, sondern von anderen Faktoren, die über mir liegen. Mhm. Okay? Ja. Oder dem Gegenüber, je nachdem. Oder dem Gegenüber. Und es sind auch andere Themen dort, Patriarchat, Matriarchat, Ende des Patriarchats, Aufsteig wieder des Weiblichen, da sind mehrere Symbole drinnen. Ne? Mhm. Weit mehr auch. Okay. Alleine das Wort Tarot ist auf diesem Bild dargestellt, in einem Kreis. Und das heißt, dass man das lesen kann, wie man will. Das haben wir heute noch nicht erwähnt, woher der Name Tarot überhaupt kommt. Ne? Was man in den meisten Büchern sowieso auch nicht lesen kann. Es ist ein künstlich geschaffenes Wort und kommt aus dem hebräischen Wort Torah. Das erste Buch der hebräischen Bibel heißt Torah. Und auf dem zweiten Schlüssel ist auch die Hohepriesterin mit der Schriftrolle, wo Torah draufsteht. Und das ist künstlich geschaffen und man kann das eigentlich lesen, wie man will. Das Wort kann man also so auf dem Rad des Schicksals, du kannst bei jedem Buchstaben anfangen, das zu lesen. Es kommt immer was raus. Ne? Dora, Taro, Ora, Drota, so ist echt vollkommen egal, was da kommt. Und das alles ergibt ungefähr den Sinn. Taro erzählt die Wahrheit der Dora. Nicht so auf die Art kann man das interpretieren. Danke. Und ich habe jetzt das ganz Schlimmste, das sind sieben Schwerter. Oh, ja, ja, es gibt ja nichts Schlimmes. Nein, es gibt nichts Schlimmes, aber es ist eine harte Energie. Ja, ja. Es ist also prinzipiell, alle Schwerter stehen für Intellekt und für Verstand. Ja. Bei der sieben der Schwerter geht es konkret darum, um Themen wie List, sich selbst zu beschummeln, indem ich andere beschummeln will oder beschummelt werden. Und der dich beschummelt, beschummelt letztendlich sich selbst, weil man kann auf die Dauer nicht die ganze Welt beschummeln und jeden beschummeln nur sich selbst. Ja, wie passend. Ja, das musst du wissen. Ich bin nur der Beschreiber. Nein, nein, es gibt eine konkrete Situation. Wir sind da in harten Verhandlungen und es geht ständig um die Vorteile. Und da weiß man nicht, wo man dran ist. Das ist aber sehr treffend. Ne? Ja, ja. Da würde ich einfach aufpassen und Intuition statt dem Verstand walten lassen. Was ist wirklich meins, was spüre ich, was das Beste wäre für mich? Ja, ja, das Ding ist ja viel komplizierter. Ich spüre rein und habe noch Bedingungen da drinnen. Und wenn ich das dann so mache, merke ich, der andere, der freut sich jetzt total drüber, dass ich da auf den Punkt gekommen bin, weil das für ihn wieder einen Haufen Vorteile ausmacht. Ja, ja. Und dann merke ich, blöd, habe ich doch den Falschen gedacht. Um das und geht's das, ja solche Gedanken habe ich dann da drin. Aber wenn du das Bild genau anschaust, das trifft das auf den Punkt. Aber. Ja, und da es gerade um eine sehr konkrete Situation geht, die da gewandelt werden muss, weiß ich jetzt noch nicht, wie es rauskommt. Also ich werde schauen und so wie es ist, ist es dann, so gehört zu meinem Schicksal am Ende. So ist es einfach.
Ja, nur nicht schummeln. Das Schicksal, was du dir ausgesucht schummeln. Hast. Nebenbei. Ja, schummeln, ich glaube für mich, es geht nicht so. Die Sachen liegen ja offen auf dem Tisch und sie werden ja auch vertraglich behandelt. Es geht darum, wer kriegt jetzt mehr, das ist wie ein Tauziehen. Wer kriegt mehr Vorteile in dem Vertrag drinnen? Darum geht es dann letztlich und es ist ein hartes Geschäft. Es ist die Frage, die du zu stellen hast, geht es dir wirklich um diese materiellen Vorteile oder geht es um das jetzt das zu nutzen als Sprungbrett, um weiterzukommen? So ist es. Darum geht es ja auch. Letztendlich ist das der Sinn des Ganzen. Das ist ja der Punkt, um den es geht. Ja, weil wenn du jetzt mal, wenn wir schon bei der Situation sind, das ist die Thematik bei Sieben der Schwerter, wenn du jetzt mal gewinnst, gerichtlich oder vertraglich und hast mehr Vorteile als wie die Gegenpartei, ist das nicht vom langen Ding. Das ist nur für kurze Dauer. Das ist eine kurzfristige Befriedigung. Ja. Viel mehr Gewinn ist, wenn du jetzt schaust, was lernst aus dieser Situation, um was geht es bei dir wirklich. Ja, ich bin am Lernen. Ja, immer, wie alle. Ja. Dankeschön. Gerne. Vielleicht solltest du dir von ihm mal die Karten legen. Ja, das kann man alles machen. Ja, vielleicht. Also große Set. So das große Set. Wie geht das weiter? Wie geht die Brücke bis zum nächsten Schritt? Ja, dann danke ich dir, Paul. Das war jetzt nochmal ein bisschen etwas aus der Praxis für jeden. Und wir können uns das jetzt für den nächsten August mitnehmen mit dem Thema, wo klingt das auf? Es ist ja oft nur, dass man nicht jeden Tag mit dem Thema beschäftigt ist, sondern irgendwann im Monat gibt es so einen Punkt, wo man merkt, da hat es so ein Highlight, da ist es wichtig, dass man das Bewusstsein da hat. Ne? Genau. Drum ist die Monatskarte besser als zum Beispiel Tages- oder Wochenkarte, weil der Tag ist schnell vorbei und habe kein einziges Mal an das Thema gedacht. Aber im ganzen Monat kommen zig Situationen, wo ich dann sage, das war das Bild und das will mir was anders zeigen. Genau. Ich sollte die Sache anders sehen, nämlich. Dann geht es um den Lernpunkt, der taucht dann irgendwann auf und dann hat sich das Thema auch schon erfüllt in der Regel. Genau. Ne? Es geht um den Lernprozess dabei, um die Erfahrung, die man daraus gewonnen hat. Ja. Ja, ich bedanke mich bei dir und auch bei den Gästen hier. Das war sehr unterhaltsam. Wer dich erreichen möchte, der kann auch an dich schreiben per Mail. info@bewusstseinswandel.net. Ich schreibe die Mailadresse auch unten drunter. Und ansonsten würde ich sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, sie können gerne einen Daumen hoch lassen, wenn sie ihnen gefallen hat. Sie dürfen auch einen Kommentar drunter schreiben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau, wenn man nämlich abonniert, dann auch die Glocke nicht vergessen, sonst kommt keine Benachrichtigung. Vielen Dank. Für heute sage ich Tschüss, Manu. Und Kato. Und Klaus. Und die Pfiffi. Tschüss. Tschüss. Ciao. Cosmo Radio Café. Bewusstsein. Cosmo Radio Café. Neue Zeit. Cosmo Radio Café.